Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu After Dark mit mir, dem Schockmon. Gruselmon, sucht euch einen Namen aus. Wir spielen heute ein Spiel, auf das ich mich auch schon lange gefreut habe, obwohl ich den Vorgänger noch gar nicht fertig gespielt habe, was aber eher an meiner Unfähigkeit liegt, Zeit zu finden und so eine Sache wirklich dann auch zum Ende zu reiten. Little Nightmares 2 ist der Titel und das ist das Titelbild. Es geht hierbei um, ja, ihr habt es schon wahrscheinlich auch, kennt es vom Original, ihr habt vielleicht auch bei Game 2 den Beitrag gesehen oder so, zu dem ersten Teil, ihr habt es seitdem auch vielleicht schon bei uns mal gesehen. Es ist ein 2,5D Plattformspiel mit Rätseleinlagen à la Limbo, wo man von links nach rechts läuft, das Ganze in einer sehr morbiden, grotesken Atmosphäre. Alles, also die Figuren sind sehr, wie nennen wir, ja, ich finde grotesk trifft es ganz gut. Alles ist so ein bisschen eklig, ein bisschen zu viel von allem. Ne? Gucken wir gleich mal rein, ob sich derselbe visuelle Stil hier auch wiederfindet. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall vom Original überrascht worden, dass es doch eine richtig schöne Stimmung hatte und mich voll in den Bann gezogen hat. Der zweite Teil, ich hoffe, er schließt nicht zwingend storytechnisch direkt an, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie der erste Teil ausging. Aber wir gucken mal rein. Ich bin jetzt auch ruhig. Viel Spaß mit dem Spiel. Kommt in die Stimmung. Wir sehen uns. Das hier ist ein Test. Wir sehen uns nach dem Intro. So viel Intro gab es da gar nicht. Finde ich aber auch okay. Startet tatsächlich so, wie man auch Limbo kennt, direkt mitten im Wald. Da habe ich mir den richtigen Hintergrund schon ausgesucht heute hier für den Green. Und es sieht schon direkt wieder toll aus. Ich mag dieses Parallax-Scrolling des Waldes. Man sieht so die Tiefe. Es wird immer mehr vom Nebel verschluckt. Das hätte auch mit weniger Grafik, würde das natürlich schön aussehen und die Atmosphäre transportieren. Aber mittlerweile ist jeder kleine Scheiß richtig hübsch. 2021, wir haben es endlich geschafft. Endlich sieht alles aus wie Renderfilme. Okay, da würde ich vielleicht gerne mal hingehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann aber nichts machen. Ja, sollte man echt nicht auf der alten Leiche rumhüpfen. Oh, seht ihr den Strick da hinten? Na komm, höher. Ich dachte, Moment, also ich kann hier jetzt gar nicht mehr hoch. Okay, dann muss ich wohl hier. Hier wird mir Springen beigebracht, natürlich. Was mir sehr gefallen hat im Original, war neben diesem grotesken, morbiden Charme und der Grafik, wenn es eklig wurde, waren einfach auch, wie die Menschen dargestellt wurden, gerade die bösen Menschen. Die hatten wirklich was Monströses und Gefährliches. Ah, okay, jetzt wird mir hier nochmal genau die Steuerung näher beigebracht. Ne? Okay, dann in die Hocke nehme ich an. Hoffe nur, dass hier keine Spinnen vorkommen. Ich fand schon die Spinne in Limbo schwer zu ertragen, wirklich. Zum Glück ist sie nur am Anfang. Das erinnert mich jetzt eher an Inside. Festhalten? Ah.
Der bricht. Nicht. Kann ich da vielleicht was mitmachen? Ah, schön, oder wie man richtig die Schwere dieser Kiste, des Holzes nachfühlen kann. Also gut gemacht, finde ich. Dass man die Objekte von ihrem Gewicht her wirklich beurteilen kann. Was gerade bei solchen Spielen natürlich auch nicht unwichtig ist. Schleifspuren wären noch ganz gut gewesen. Jetzt meckert er wieder. Ey, da sind ja sogar Schleifspuren. Okay, okay. Wow, okay. X, 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 X on the way. Ich drücke ja schon. Ich drücke ja wirklich. Ah, nein! Jetzt werden wir mal gucken, wie knapp es wirklich hätte sein können. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich schon gedrückt halte. Okay, vielleicht bin ich ein, zwei Mal gestolpert, aber das gehört ja dazu, wenn man überrascht wird. Nö, scheinbar muss ich hier irgendwas anderes machen. Okay, mit Rennen ist es nicht getan. Oder ich muss X drücken und nicht gedrückt halten. Nee. Komm, du hast es doch fast. Ja, ganz knapp. Ah, ich sehe schon. Ja, früher hätte man 2,5D für Dimensionen gesagt. Ach shit, für solch ein Spiel. Aber es ist Quatsch. Gerade wenn ich mir das jetzt ja angucke, ist das totaler Quatsch. Das trifft es nicht mehr ganz und beschreibt vor allen Dingen auch das Spiel nicht in seiner Gänze, weil man hier doch schon sehr weit in den Hintergrund reingehen kann. Und das eben dann auch zur Lösung von Rätseln benutzen kann. Ich glaube, man muss da bei dem Genre generell am besten mit Vergleichen arbeiten, damit jeder weiß, was er ungefähr kriegt. Okay. Das ist so eine Geschichte mit dem Sprung des Glaubens wieder. Obwohl, hier ist ein Seil. Kann ich das Seil nicht nehmen? Vielleicht nicht hier runter? Ey! Ah, okay. Ja, ja. Ich dachte mir sowas schon. Hätte aber auch sein können, ich meine, ich würde da nicht einfach lang springen. Kann doch genauso gut sein, dass... Was soll ich jetzt für nie hochklettern? Okay. Ah, seht ihr? Ich dachte nämlich, das ist nur, damit man nicht stirbt. Aber man wäre gestorben, wenn man es jetzt einfach mal riskiert hätte. Zum Glück bin ich so ein vorsichtiger, kleiner Ganove. Jawohl. Eine Brücke ist nämlich auch eine 1A-Leiter, wenn man sie anders hinlegt. Na, da kann ich einfach so, oder? Diese riesigen Schuhe, das meine ich. Man selbst ist der Größe in diesem Spiel. Vor allen Dingen der Größe der Menschen, das ist doch eine Falle. Total ausgeliefert fühlt man sich, weil man echt ein kleiner Hops ist. Ich würde sagen, da ist jetzt eine Falle. Ich gehe da mal lang. Ja, habe ich doch gesagt! Ich gehe da mal lang, weil ich mal testen wollte, was genau da Sache ist. Okay. Aha, jetzt kann man nämlich doch was nehmen. Oh, shit. Ich brauche aber die Kiste. Ah, okay, mit X. Immer mit X. Also mit A. In dem Fall. Ach komm!
Ich werfe hier. Ja, wie in der ersten Klasse. Ich wollte sagen, wie ein Mädchen in der ersten Klasse, aber das darf man nicht mehr. Außerdem werfe ich auch wie ein Mädchen. Nein, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Oh Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Ohne minus Sexismus. So. Rein? Nein. Schade. Das ist auch eine Falle. Okay, hier auch eine Falle, da auch eine Falle. Die ist aber schon ausgelöst. Kann man die auch nehmen? Nee. Nee, nee. Ah, okay. Das kann ganz fies ins Auge gehen. Das sollte man wirklich nur im Spiel versuchen. Ah, diese schönen Blätter überall, wie sie einem ein weiches Bett suggerieren. Ja, natürlich, ich Vollidiot, das hätte ich mir aber auch denken können und ich sag's noch. Und ich sag's noch. Zum Glück, ah, der Kleine ist ja verdammt widerstandsfähig, wenn ich mal so, das mal so sagen darf. Oder er hat einen guten Checkpoint. Shit. Oh, da muss ich springen, ganz sicher. Die gehen ja auch nicht kaputt. Das ist eigentlich ganz gut. Alle mal schön mit nach vorne nehmen. Ja, obwohl, brauche ich nicht mehr, oder? Jetzt brauche ich keinen mehr. Einfach nur so. Ja, da ist auch noch eine, ob ich das schaffe. Ja, oder? Nee, lieber, nee, und Scheiß. Weil ich habe hier nicht so einen guten Stand, vielleicht mache ich das lieber nicht. So, kann ich das da raufwerfen? Ja, ja, ist ja gut. Okay, vielleicht. Nee, aber ich kann das doch sicher hier so runternehmen. Besser. Ah, okay, es wäre auch so gegangen. Aber wir haben ja nur ein Leben. Oh Gott. Bitte, bitte. Ah, geil. Das wäre ein sehr berühmter letzter Satz geworden. Komm, ein Satz noch, ja. Das ist auf jeden Fall ein anständiges Vogelhotel. Aber die ganzen Kisten hier sind ja auch Käfige. Also irgendwas wurde hier gefangen genommen. Hoffentlich nicht Kinder. Dose. Ja. Nehme eine. Nee, brauche ich nicht. Wenn man nicht reinguckt, da liegt doch auch was drin. Ich würde das gerne sehen. Oh, das ist schon wieder genau das, ey. Als wäre man bei der Resident Evil Family zu Gast. Das ist genau das Haus, wo man besser nicht reingehen sollte. Wo man auch nicht laut irgendwelche Sachen machen sollte. Ah, okay. In meinem Spiel wäre spätestens jetzt aber jemand gekommen. Einfach nur, weil es dazugehört. Okay, da kann ich nicht viel mitmachen. Creepy.
Vielleicht hat sie auch die Mütze auf, damit wir nicht wissen, ob es der Hauptcharakter aus dem ersten Teil ist. Die Hauptfigur. Ja, ein bisschen Wolle. Ah. Ich kann nicht. Ich kann es nicht nehmen. Und dann werfe ich dir mal hier so ein Garn zu. Geht auch nicht, ne? Das ist nicht diese Art von Spiel. Bin ich hier hoch? Also ich kann hier nichts ziehen, nirgendwo durchkriechen. Okay, dann muss es ja irgendwas hier mit diesen Geschichten sein. Noch irgendwas? Ach, eine Tür. Allein das, oder? Sieht schon irgendwie falsch aus. Stehst du nachts auf, willst nur Wasser trinken, kommt plötzlich so ein kleines Kind mit einer schleifenden Axt und so einem Quadratkopf. Durch den Gang. Da würde ich aber auch wieder zurückgehen und lieber... Ja. Here's Kastenkopf! Nein, ich bin doch dein Freund! sagte sie, während sie die Tür einschlug. Mal an die Wand gesehen. Der ist seit mindestens 55 Minuten hier. Ja, komm jetzt. Oh, kann ja auch rennen. Also wir wollen ihn scheinbar befreien. Der ganze Weg war ja schon ziemlich deutlich. Vielleicht ist das ja wirklich unser Bruder. In irgendeiner Form. Aber warum rennt er weg? Okay, die sind alle tot und zusammengenäht. Ich kann schon verstehen, dass er abhaut. Oder sie? Nee, ich glaube, es ist ein Mädchen. Ah! Okay, siehst du? Machen wir nämlich zusammen. Ah, ich verstehe. Das ist wohl dann das... mache ich so? Mit R2? Okay. Das ist wohl das neue Feature. Zu zweit. Hoch, 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 hoch. Komm, los, auf jetzt. Komm. Ja, komm. Ich könnte mir vorstellen, dass es hierfür auch vielleicht einen Koop-Modus gibt. So ähnlich wie Unravel 2 gab es ja, glaube ich, auch so einen Koop-Modus. Warum nicht? Ach, was machen die denn mit denen? Oh, Crank. Ein Königreich für einen Crank. Da. Rank links. Schublade geht nicht auf. Kann ich den... Ah, okay. Ja, das wollte ich. Genau. Schönen Boost geben. Ah, shit. Natürlich. Die will den Crank nämlich auch nicht hergeben. Oh, oi. Ah, nee, das ist nur Stoff.
Na, immerhin. Könnte schlimmer sein. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die irgendwann mal echte Personen waren. Und nur ausgestopft wurden. Ah, hätte mir die Schnauze gefallen. Los. Vier Ecken für ein Halleluja. Du machst das schon, okay. Nee? Doch? Komisch, ich kann dir jetzt aber nicht helfen. Ach so, ich dachte, der Dings kommt vielleicht runter. Aber nein, ich muss springen. Okay. Ich glaube, Link zwar nichts weiter. Ah, nee. Komm, mach mal. Wie kann ich dich berufen? X? Ah. Mit Y. Vielleicht liege ich auch falsch und das ist gar keine Ecke. Ah. Nochmal rechts schauen. Nein, da ist nichts. Ah. Wer würde denn das Schloss da oben den Schlüssel dafür verstecken? Das ist wahnsinnig. Ja, wie bei Umbrella. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss den Schuh mitnehmen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht ist es ein Fetisch. Ja, okay. Die werden sich aber wundern, wo der Schuh plötzlich ist. Oh, komme ich nicht hin, oder? Doch. Kann ich nicht irgendwie seitlich so kraxeln? Nee, kann ich alles nicht. Okay. Dann nehme ich mal an die Kiste schieben. Nee? Nee, ich glaube, da muss ich auch noch irgendwas mitmachen. Nee, geht nicht, okay. Ah, nein! Ah, okay. Da ist ja eine Falle. Dann brauche ich ja doch den Schuh. Kann ich ihn von hier da hochwerfen? Wenn sie ihn mir oder er ihn mir zuwerfen könnte, das könnte ganz gut klappen. Aber ich glaube nicht, dass so dafür gedacht ist. Ah, komm, nö! Na gut, okay, komm, wir machen es so. Fuck it, we're doing it live. Ja, okay. So, du schaffst das schon. Taxidermia. Hier kommen die Bettvorleger her. Das meine ich, diese grotesken, verformten Körper. Das löst irgendwas, so eine Urangst in mir aus. Wahrscheinlich. Ah! Nein! Das ist ja viel zu lange, war ich schockiert von der Klumpigkeit des Gegners. Okay, ich muss hier viel leiser sein. Leiser und vorsichtiger und. Kann ich hier vielleicht im Vordergrund rumlaufen? Ah, okay. Shit! Das ist ja wie Elmer Fudd mit seiner Knarre.
Ey, jetzt nicht! Tu das nicht! Tu das nicht! Du wirst es bereuen! Okay, das dritte Leben. Das ist es. Letztes Mal war es auch schon so. Jetzt schaffen wir es. Also, Schleichmodus an. Ja. Schleichi. Ganz vorsichtig. Ich war einfach am Ende zu gierig. Okay, hier ist nichts. Hier kann ich nur... Ich glaube nicht, dass das aufgeht, wenn ich ehrlich bin. Drück mal noch R2. Muss ich ziehen? Scheiße. Nee. Dann vielleicht hier diese Fleischluke. Ja. Shit, er hat das alles gesehen. Oh, rennen! Puh. Hat er mich erwischt? Das ist ja voll assi. Da komme ich ja gar nicht rechtzeitig weg. Ach komm! Das war ja diesmal ganz anders. Okay, also ich muss vielleicht doch nicht warten, bis er die Kiste erwischt. Ich muss einfach immer etwas Zerschießbares vielleicht zwischen ihm und mir haben. Nee, okay, okay, jetzt, das wissen wir jetzt. Geduld, Simon, Geduld. Warte einen Schuss ab. Warum haben die alle Masken auf? Oder Hüte oder so? Und jetzt? Mein Gott, zum Glück kann der Typ nicht zielen. Der ist ja nicht mal... Der, seht ihr es an dem Arm? Der ist ja noch nicht mal am Leben. Der ist ja auch einfach nur ein ausgestopfter... Vasalle der Bösen wahrscheinlich. Der bösen Präparierer. Oh shit, das kommt ja auch noch mit dem Licht. Ah, doch nicht. Ganz schön mutig. Ja, ich habe halt echt keine Ahnung, ob wir hier lang müssen. Müssen wir wieder ins Haus? Nein, wir haben sie ja rausgeholt. Darum ging es ja. Okay, wir müssen da ja wohl offensichtlich rechts rein. Ich weiß nur nicht genau, ob das Spiel will, dass ich jetzt an ihm vorbeirenne. Spätestens nach dieser Geschichte schleiche ich mich mal weiter. Und dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, wir schaffen es. Einmal noch abwarten. So, sobald er mich hat. Okay, jetzt komm. Okay, ich hab's geschafft. Ja, es tut mir leid. Du kannst dich auch mal ein bisschen um dich selbst kümmern. Wo muss ich denn bei allem hier irgendwie helfen? Wir kennen uns doch gar nicht.
Also doch schleichen, bis zum Schluss. Na komm, jetzt warten wir mal richtig gut ab. Mal richtig schön geduldig sein. Wie ein Profi. Da hat er gar keinen Bock drauf, dass wir da so entkommen. Das lässt ihn richtig dumm dastehen beim Chef. Also bisher ist die Stimmung toll, auch wenn ich sie vielleicht ein bisschen kaputt mache. Entschuldigung. Ist es doch wirklich eine ständige Hetzjagd von einer Stelle zur nächsten. Kleines Rätsel dazwischen. Insgesamt aber immer atmosphärisch und bedrohlich. Man hat nie das Gefühl, jetzt kann ich mal durchatmen. Okay, apropos durchatmen. Wir müssen an dieser Stelle ganz kurz ein kleines Päuschen machen für die Werbung. Und dann sind wir gleich wieder hier. Es geht heute noch anderthalb Stunden lang weiter mit Little Nightmare. Genau, Little Nightmare 2. Euch viel Spaß jetzt mit der Werbung. Und dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei Little Nightmare 2. Ich spiele übrigens auf dem PC, falls ihr euch gefragt habt. Hier ist das Spiel. Wir gehen direkt weiter rein und ein paar Schritte nach rechts. Denn eigentlich ist uns ja immer noch eine seltsame, schrotflintenbewehrte Puppe auf dem Hals. Hängt am Arsch. Hier diese Käfige und so. Und wir sind hier die armen kleinen Kinder. Ah, komm! Du, ein bisschen festhalten. Du musst doch nicht jede Bewegung von mir direkt ohne nachzudenken umsetzen. Okay, vielleicht hilft sie hier mal durch Gucken ein wenig. Das finde ich ein ganz gutes Modell, dass sie mehr oder weniger über solche Gefahren dann also es quasi anzeigt, solche Gefahren, wenn man abwartet. Hier vielleicht? Das sieht so aus, als könnte man da ziehen? Ja! So, du rennst jetzt. Komm, du schaffst das. Ja. Okay. Da habe ich vor lauter Aufregung vergessen, R zu drücken. Rockes. Okay. Ja, geil. Okay, komm. Wir machen das. Wir haben das dritte Mal ist es immer. Der Simon mag zwar dumm sein, aber er ist nicht sehr, sehr dumm. Nach zwei Fehlversuchen kriegt das hin. Absprung, fang! Jawohl. Ein ganz guter Grabsch war das von dir, Kollege. Okay. Ach ja. Ein Käfig ist ja auch nur eine Leiter. Kann ich bestimmt? Ja.
Jawoll, Alter. Newton ist mein Zeuge. Was hier? Ja, ich latsche halt auf dem rum. Ich dachte, ich kann da vielleicht irgendwas mit... Der tut mir ja auch ganz schön leid irgendwie. Das ist mein Schicksal, wenn ich nicht aufpasse. Kann ich jetzt an das Seil vielleicht ran? Nee, leider doch nicht. Es geht aufs Knie. Okay, komm. Ja, echt gar nichts hier? Nix? Irgendwas? Okay. Scheinbar nicht so wichtig. Also für ihn sicherlich, für uns aber nicht. Er wollte nicht rennen! Er wollte wirklich nicht rennen! Die lahmarschige, faule... Komm. Guckt ihn euch an, wie er schon wieder da rumsitzt. Ja, blöden Verrätervögel. Ja, okay, man muss dann doch den Schuss abwarten. Mann, ich weiß es ja irgendwie auch, ne? Tja, ich weiß es ja eigentlich. Okay, komm, 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 komm. Man ist aber so gehetzt, man will schnell hinter sich bringen. Aber manchmal ist eben Geduld wichtig. Ach, komm! Dieses eine Mal! Aber nein, eben noch gesagt. Das war schon wieder der zweite oder dritte Tod. Das ist es jetzt. Muss man am Ende einfach nur richtig zusammenschneiden. Ich habe noch ganz schnell R gedrückt. Komm, mach, mach. Weiter. Das ist ja furchtbar. Das hört ja nie auf. Lass los. Und jetzt? Sie vielleicht die alten Innereien von irgendwelchen Leuten in diese Puppen hineinstecken oder ob das wirklich einfach Wolle ist oder irgendwas zum Ausstopfen. Okay, ich habe jetzt schon extreme Angst, da weiterzugehen, aber bleib mal im Dunkeln. Sie hat mich original reingeschoben. Können wir das im Replay noch mal bitte sehen? Sie ist einfach weitergestapft und hat mich so langsam ins Blickfeld geschoben. Die alle Petze. Was bist denn du für ein Blockwart hier? Guck dir's an. Aber okay, wieder was gelernt. Nächster Abschnitt.
Wenn überhaupt, könnte man sich darüber aufregen, dass es ein bisschen formularisch ist. Diese Art von Spielen, so mit Rätseleinlagen, ist aber, ja, ist ein bisschen Usus, dass man da halt einfach Abschnitt für Abschnitt hinter sich bringt. Kann man dem Spiel jetzt eigentlich gar nicht so sehr vorwerfen. Es versucht schon viel, dass man das nicht so merkt. Komm jetzt. Schnell rein. Oh, da kann man gar nicht rein. Dann dahinter. Was? Warum bin ich denn nicht da vorne? Das ist doch überhaupt nicht cool. Okay. Ich dachte, ich wäre sie, Mann. Ich hab's wirklich irgendwie, dachte ich, ja, ich bin doch vor dem Baumstumpf. Plötzlich hüpft er hinten rum. Ja, geh doch in die Hocke! Mein Fehler. Hab den falschen Button gedrückt. Ja? Nervenzermürbend. Dafür. Ja? Oder warten? Ich weiß es nicht. Jetzt, spätestens jetzt. Oh Gott, wohin? Tür! Zu! Oh, sie ist gut. Die macht... Ja! Ja! Now I have a shotgun! Ja, aber dann nimm auch... Alter, eure Animation ist so langsam. Beweg dich! Boah, was ein Rückstoß. Ja, und die Ohren kannst du auch vergessen. Aber den Typen auch. Der Typ ist durch. Oder? Wir werden es nicht erfahren. Endlich Ruhe. Ja, ich würde sagen, haben wir es geschafft, ne? Reisen wir auf der MS-Haustür in eine hoffentlich glücklichere Zukunft. Menge Fernseher.
Das war doch mal ein richtig schöner Moment, währenddessen auch, glaube ich, eine Menge geladen wurde. Aber den Architekten würde ich trotzdem verhaften. Bin mir nicht sicher, was das alles hier bedeutet. Also diese ganzen, sind diese Häuser schon so lange hier und dem Wetter unterworfen, dass sie sich so ein bisschen geneigt haben oder wurden die so gebaut? Und warum ist überhaupt hier alles so verlassen und alles so eklig und brutal und voller Gedärme? Und sehr gespannt auf die Geschichte. Auf jeden Fall alles längst zerstört. Bisschen postapokalyptisch. Überall diese Fernseher. Nee, komme ich auch nicht hoch. Seht ihr? Ich meine, das ist doch seltsam. Diese ganzen Körper sind völlig verschwunden und einfach nur, als wären die Personen in ihnen, in den Kleidungen einfach vaporisiert, einfach weg. Das hat schon was Apokalyptisches. Ich wüsste nur nicht genau, welche Art von Waffe so etwas ausrichten könnte. Vielleicht ist es aber auch keine Waffe. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Kann ich da hoch? Nee. Ah, okay, komm her. Machen wir. Muss ich den wegkicken oder drauf? Ja, wegkicken. Boah, das wird gleich interessant. Okay. Psst. Ah. Ja, okay, was kann ich denn hier machen? Das soll klappen. Du hast aber ganz schön Mut mit meinem Leben. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Soll ich jetzt vielleicht auch hier nach vorne noch? Nein, da kam ich ja hoch. Und will immer überall dran springen. Wir gehen gleich mal nach rechts. Vorher einmal noch mal gucken. Da, was ist das? Wie ein Fernsehbild. That was weird. Ja, keine Ahnung. Ich denke, dass diese Fernseher und auch das, was wir hier gerade gesehen haben, alles schon passt zu der letztendlichen Hintergrundgeschichte. Und das werden wir auch sicher noch mehr erfahren. Okay, gut gemacht. Ja, als hätte er sich erhängt und hätte sich einfach in Luft aufgelöst. Oh, das ist schon so lange her, dass alles zu Säften geworden ist, aber das glaube ich nicht. Also die Fernseher saugen die Essenz der Menschen ein. Ich kann auch nicht entkommen, okay.
Poltergeist. Ha! Okay, das ist halt echt eine coole Nummer. Hacken mal anders. Diese ganzen Minigames mal auf eine andere Art. Leider fehlt jetzt meine Kollegin hier. Das ist auf jeden Fall eine Traumwelt. Das sieht man an der Laufgeschwindigkeit. Oder? Nee, das, doch, das geht. Ja, ganz schön Power, die beiden. Na komm. Ah. Okay, ich habe gehofft, dass irgendwas passiert, aber nee. Das kommt vielleicht auch noch später. Ah, seht ihr, ich kann hier gar nicht lang. Hier wahrscheinlich da lang. Auch nicht. Ah. Assassins. Nee, Prince of Persia war das mit den Vorhängen die ganze Zeit, ja. Ne? Geht das nicht? Ach komm. Klar geht das. Natürlich. Schwelt alles, okay. Es fällt mir schwer zu sagen, seit wann hier diese Katastrophe, nenne ich sie mal, eingetreten ist, weil manche Geschichten sehen aus, als wäre es schon Jahrhunderte alt und bei manchen sieht es so aus wie 10 Minuten. Also dieser brennende Eimer, der kann ja jetzt nicht schon ewig brennen, aber dieser Raum sieht seit Jahren verriegelt aus. Das hier ist auch cool. Da oben ist hier sogar einer. Nee? Nee? Ach shit, komm. Geht nicht. Das ist ganz cool. Den würde ich gerne damit erwischen. Aber ich glaube, darum geht es hier nicht. Denke ich mal. Ah, verdammt. Ich glaube, man muss zum Beispiel irgendwie dieses Bett vielleicht umschieben. Jetzt wundert mich, dass ich hier nicht bis ganz oben klettern kann. In den Koffer vielleicht.
Okay. Nochmal hier an den Rand. Und ganz hoch kann ich aber nicht, oder? Nee, geht nicht. Okay. Kann also nur springen. Hier vielleicht. Das Seil. Kannst du nicht mal helfen? Ich kann dich auch so festhalten. Okay, das kennen wir. Aber das wird hier jetzt nicht viel helfen. Was ist das? Ich dachte vielleicht, ich muss hier irgendwas zusammenbauen, aber das ist auch Quatsch. Das ist auch nicht diese Art von Spiel, glaube ich. Okay, was mache ich mit dir? Ah. Seht ihr? Ich kann mich ganz oben gar nicht festhalten. Okay, das ist nicht... Ich will zu dem Typen da oben. Vielleicht muss ich die Tür ja wirklich zumachen. Das ist eine dumme Idee. Ne, kann ich auch nichts machen? Kann es nicht aufhalten? Okay. Ich nehme an, ihr seht auch nichts, oder? Weil ich sehe hier wirklich gar nichts. Für mich ist das hier komplett schwarz links. Ja, ich denke, so ist es auch. Ich habe das Gefühl, als könnte ich einfach hier so hochklettern und dann über die Wäscheleine und so, aber dieser ganze Krimskrams, es will nicht funktionieren. Was ist denn hier noch? Genau. Wenn hier jetzt nichts ist, werde ich gleich nochmal gucken, ob man nicht vielleicht rechts weitergehen kann, ob da nicht noch irgendwo was ist, was ich übersehen habe. Ah, vielleicht den Teppich. Den Teppich vielleicht aufheben oder nehmen. Nee. Ja, kannst du vielleicht hier hochklettern? Dann mach das doch. Nee. Das bringt aber nichts. So, komm, gehen wir erst nochmal raus. Tut mir leid, dass wir hier jetzt so ein bisschen Gedanken verloren rumeiern. Aber wahrscheinlich kann ich hier einfach nichts machen. Da sind doch rechts, ist doch irgendwas mit ihren Augen. Das sieht doch komisch aus, oder? Aber da kann man jetzt auch nichts verändern. Man kommt da gar nicht hin. Vielleicht hiermit. Nee. Nee, ich kann das nicht nehmen. Nicht verschieben. Helfen? Nee. Nö, da komme ich nicht rein. Okay. Okay, ich habe Licht angemacht. Inwiefern könnte das hier helfen? Gar nicht. War ja schon. Schwierig, schwierig. Ich bin so ein bisschen, habe gerade so ein bisschen keine Ahnung mehr. Ich mache mal kurz was. Und zwar denke ich jetzt ein bisschen drauf rum. Vielleicht finde ich auch eine Lösung. Ich werde sie nicht online nachgoogeln können, denn das Spiel ist ganz aktuell.
Aber vielleicht komme ich ja irgendwie auf die Lösung und dann spart ihr euch meine Denkzeit. Wir machen kurz Werbung und danach geht's weiter mit Little Nightmares Nummer 2. Die Rückkehr der Nightmares. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Es geht weiter mit Little Nightmares 2 und kein Scheiß. Ich bin so dumm. Aber auch irgendwie ist es ein kniffliges Rätsel gewesen. Ich muss zugeben, ich habe nicht erwartet, dass ich heute schon direkt am Release-Tag irgendwo ein kleines Video finde oder so, wo dieses Rätsel drin vorkommt. Tatsächlich habe ich es gefunden und musste echt nachgucken, weil ich habe hier einfach Ewigkeiten, bestimmt 20 Minuten habe ich noch versucht und dann kam es mir. Also zumindest, als ich das Video geguckt habe, kam es mir wie Schuppen von den Augen und ich dachte, Alter, du bist aber auch ein Dämlack. Ich erkläre euch aber gerne auch mal den Gedankengang. Also, wir haben hier diesen Raum, den haben wir ja am Anfang schon gesehen. Moment, ich mache mir mal gerade Kopfhörer auf. So. Ist hier Ton? Ja. Und so sind wir ja reingekommen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir mit Licht reingekommen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls sehen wir hier, dass die Augen von diesem Porträt, da ist offensichtlich einfach ein Gang dahinter oder so. Das ist ja der alte Augengag. So. Ja, und was hilft uns das jetzt? Ha! In diesem Fall muss man, ist eigentlich so einfach, ne? Muss man einfach nur einen Gegenstand nehmen. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, denn warum sonst sollte ich ihn hergeschleppt haben? Und da durchwerfen, nehme ich mal an. So habe ich das kurz gesehen. Ja! Auf die Idee bin ich aber überhaupt nicht gekommen. Das ist aber ziemlich geschickt in die Levelumgebung eingebaut. Ich war so beschäftigt hinten links mit diesem Räumchen. Als man dann nämlich auch Licht angemacht hat, hat man da zumindest gesehen, dass da keine Person saß, sondern einfach nur ein Teddybär. Und das hat einen so angespannt, dass man irgendwie gar nicht auf diese Idee kam. So, hier saß irgendeine arme Sau lange. Ja, was mache ich jetzt? Was? Oh, okay. Das kann doch nicht. Wie unsicher. Der Statiker in mir wird wahnsinnig. Und der Mathematiker ist tot. Komm mit. Komm, schneller. Sie ist dafür, dass sie immer dabei ist, relativ. Also wirklich auch nicht mal von der Gestik her. Sie ist sehr nonverbal, sie gestikuliert kaum. Vielleicht ist es auch ein Er. Ich habe übrigens einen neuen Hut auf. Kann ich drücken? Ich kann es ja kurz mal zeigen. Das ist der Originalhut aus dem ersten Teil, der Quadrathut. Ich dachte, der hat noch eine tiefere Bedeutung, aber es ist einfach nur ein Hut. Und dann habe ich auch noch den Teddybärhut. Der ist richtig nice. Man sieht ihn nur nicht. Kann ich da weiter? Mit dem Riesenhut durch. Na komm. Ich habe automatisch bei jeder kleinen Ecke habe ich Angst. Überall könnte mich irgendwas töten. Ich spiele ja auch parallel Kretschmas Kleinkram, immer die ganzen vielen kleinen Spiele. Und allein diese Woche bin ich so häufig gestorben in Spielen. Ich habe eine Menge Leichen verteilt, überall. Apropos. Da hat sich gerade jemand einen Kopf aufgesetzt oder so. Soundeffekte sind sehr gut. Und der Score einfach so richtig schaurig. Reduziert. Okay, kann ich hier was? Ah. Und ich gehe noch in die Hocke. Voll den Eimer an den Kopf bekommen. Der hat auch der schöne Hut nichts genutzt. Ey, der Hut ist dumm. Das ist der dümmste Hut von allen. Da, hier, Indiana Jones Hut. Das ist doch viel besser. Ah, er ist nur zu groß. Egal. Ja, okay, es geht also wirklich nicht. Ich dachte, ich bin vielleicht nicht richtig in die Hocke gegangen. Einfach nicht aufs Brett. Das hätte ich auch vorher schon mir denken können.
Nein! Ach so. Dachte für einen Moment, jetzt wirft er den Ball auf die. Kann ich das jetzt hier auslösen? Sicherlich. Das hat nicht gereicht. Den brauche ich doch wahrscheinlich da drüben irgendwo. Oh, da rechts steht er. Lass das kurz mal rüberwerfen. Oh, komm. Nervig. Ii, diese Geräusche. Jetzt nicht da drauf laufen, sondern... Okay, ist gar nichts mit dem Ball. Der war einfach nur als kleiner Köder für die Falle gedacht. Gefühlt kommt da gerade was. Nee? Uiuiui. Ne? Er hängt fest. Da hinten. Ach, Scheiße! Die Sau. Hat die mir einen kleinen Streich gespielt. Just a prank, bro. Da, oder? Ja, das war der richtige. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Kann ich den nicht vielleicht auch mal hier reinlocken in so eine Falle? Okay, ja. Soll ich stattdessen hier nach vorne gehen? Ja, komm, hoch, hoch. Keine Bodendiele. Wird unbeobachtet bleiben. Da vorne ist doch schon wieder eine. Hupfala. Ah! Das ist ja aber wirklich jetzt eine Gemeinheit. Das ist wirklich hinterhältig. Hoch 1000. Da haben die das einmal umgedreht jetzt. Kann ich vielleicht schleichen? Also es ist nicht der Digge. Ihr seid solche... Also wirklich. Schämt ihr euch denn gar nicht? Okay, da, wo die Ente liegt, kann man drauf. Shit, komm her. Nee? Okay, dann muss ich die wahrscheinlich wirklich auslösen. Ja, aber wenn ich die auslöse, kriege ich doch alles ab. Okay, ich renne mal drüber. Er sieht schon cool aus mit dem Indiana Jones Hut. Schön. Und dem Mantel. Aber er sieht auch ein bisschen suspekt aus, weil es könnte auch sein, dass er unter dem Mantel nichts drunter hat. Nee, scheinbar. Aber ich habe das Gefühl, hier muss man irgendwann sich verstecken. Aber noch... Es war klar, es war klar. Ich hab's wirklich gewusst. Alter, der... Ja. Wahrscheinlich nicht hier rüber, nee. Naja, ich sag mal so, ich habe schon gesehen, dass da jemand ist, aber ich dachte offen gesagt, warum soll ich jetzt irgendeiner Person, die ich nicht kenne, einfach so
den Schädel einhauen. Nur weil der ungefähr so aussieht wie die anderen. Das mache ich nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, was Sache ist, hau ich der den Schädel ein, der dumme Sau. Komm her! Ja, ja! Na! Ja, ja. Zeit, ein wenig Porzellan zu zerschlagen. Oh, nee, nee. Da sind schon wieder diese... Shit! Oh, das ist auf so viele Arten schiefgegangen. Aber dabei war es eigentlich war's richtig. Ich finde, das war eigentlich eine gute Geschichte. Okay, also ab jetzt wird jeder hinterrücks niedergehauen. Aber stellt euch mal vor, das wäre jemand, der es nicht verdient hat. Kannst du nicht machen. Okay. Er kommt, ne? Wenn ich einmal... Ja, ja. Komm. Es ist wunderschön. So. Oh, schade. Mein neuer Freund. Ich muss ihn leider... Harald Hammer. Ich muss ihn leider wirklich zurücklassen. Da will ich gern mal gucken. Ganz kurz hier vorne ran. Kann doch nicht einfach nur so. Doch. Kleine Details hier. Natürlich ist der Apfel vorne auch komplett leer gegessen. Normalerweise steht da ja so ein ordentlicher Apfel. Aber hier ist alles vergammelt und eklig und irgendwie. Oh, hätte ich da lang gehen können? Na komm, das ist doch eindeutig. Nee? Vertane Chance. Ah, das kommt gleich. Hm. Alles kann eine Leiter sein, aber es kann auch alles nicht ins Grab bringen. Hm. Lohnt es sich einmal nur kurz ran? Und dann ja! Und weg! 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 Ich glaube, das kann ich nochmal probieren. Ich glaube, das kann ich wirklich nochmal probieren. Das könnte sein, dass das einfach nur nicht gut genug gerade ging. Aber einmal ran und dann runter und dann weg. Das hat die doch ganz sicher gehört. Alter, das muss ich erstmal verarbeiten. Oh, das war gut. Das war vorhin die Geschichte mit dem Hut, mit dem Kopf aufsetzen. Das war einfach nur ein verlängerter Hals. Mach mal einen sehr langen Hals. Boah. Oh, das war eklig, oder? Das war ein richtig guter Moment. Okay. Okay. Komm, ey! Hm.
Der scheiß Hut. Oh, wo sie gleich lang geht, entscheidet, wo ich lang gehe. Ja, aber was soll ich denn machen? Mann, ich sehe natürlich nichts. Jetzt? Oh, ist das eklig. Okay, ich muss erstmal einen anderen Hut anziehen. Ich finde, ich muss sagen, die Kiste ist eigentlich ganz gut. Okay. Und wenn ich hier immer hinterherlaufe, aber das ist, glaube ich, auch nicht so smart, oder? Na, mal gucken. Das wäre aber das, was man am wenigsten erwarten würde. Alter, das ist ja voll schnell ist die! Das ist echt die schlimmste Schule aller Zeiten. Okay, kann ich hier lang? Ja. Shit. Na toll! Na toll! Na! Oh, das ist ja total logisch, dass ich mich unter die Tische schleiche. Oh Mann, ich sehe nichts. Okay. Auf den Stuhl und dann wirklich bis zur allerletzten Ecke warten, bis sie... Och nö, ernsthaft? Das hätte nicht sein müssen, aber ich dachte echt, ich bin sicher an der Ecke. Also, die war wirklich in einer anderen Richtung unterwegs, aber... Geduld, Simon, Geduld. Thank you.
glaube, das ist der denkbar schlechteste Platz für mich im Moment. Weil sie da jetzt die ganze Zeit rumtigert. Ah, seht ihr, deswegen hat sie mich erwischt, weil sie wirklich nur ganz kurz, dann macht sie hier was, messe ich kurz mal nach. Ja, und den ganz großen Rückenzudreher machen. Jawohl. Okay, jetzt habe ich's. Alter, ey, du bist aber wirklich auch eine Tante. Okay. Nur noch weg hier. Ihr Hals reicht wahrscheinlich bis hierhin. Habe ich nicht den Schlüssel? Habe ich den Schlüssel vergessen? Ich Idiot, habe den Schlüssel vergessen! Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Mich umbringen. Ja, bring mich um. Wobei, vielleicht erstmal gucken. Aber ja, ich habe den... Ja, ja, komm, umbringen, das war der Plan, das wollte ich eh. Knapp. Shit, ey. Der Schlüssel. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Tod von allen. Oh Mann, ey. Es tut mir wirklich leid. Jetzt machen wir es. Das ist er jetzt. Ich war doch schon überall jetzt. Mein Gott. Kurz nochmal. Es ist übrigens kein Kaffee, kein Tee. Ist mittlerweile bin ich bei Suppe, bei Trinksuppe angelangt. Hm. Es ist nämlich auch schon später hier. Und ich kann nicht die ganze Zeit noch Kaffee trinken. Ich muss aber irgendwas Warmes trinken. Oh, das macht einen echt fertig. Und dazu auch mit der Schule und dieser Stimmung auch den perfekten, das perfekte Setting gefunden hierfür. Für diese Art von Versteckspiel. Schlimmer könnte es eigentlich nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, später wird es auch noch schlimmer. Aber das ist schon für mich das aktuelle Maximum. Wie so ein Albtraum, den man hatte, als man noch in die dritte Klasse ging. Okay, so, ich gehe jetzt mal weiter nach da. Oh nein, sie entdeckt mich, oder? Nein. Damn Luck. Komm. Aha, jetzt kommt der Fake-Out. Da ist sie nämlich schon wieder, die Tante. Nee, jetzt erst kann ich. Hoffentlich. Nein, kann ich halt nicht! Geil! Geil! Super gut! Mach es! Los! Los! Rein! Und jetzt! Ja! Ja! Nimm das! Giraffen-Lady! Ah, er hier! Er muss 800 Augen malen. Ach nein! Er ist wahnsinnig und er hat den Hammer. Sehr gut. In seiner Nähe ist der Hammer. Den hole ich mir. Nicht, hat nicht hingehauen. Aber gleich. Jetzt! Ganz knapp! Das war nicht mein Hammer. Nur ein Bleirohr. Ah, eine würzige Suppe. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ah. Also wenn ich jetzt hinschleiche, ob das reicht. Man könnte auch mal drauf achten, was er hier eigentlich malt. Ne, diesen Monolithen, sage ich jetzt mal, mit dem Wellen ausschickenden Gedönse-Dingens und die vielen Augen. Scheiße. Ja. Kann ich deinen Kopf... Nee.
Bedeckung klauen? Ja, ja, nächstes Mal. Komm, einmal noch. So, wie hau ich? Ah, okay. Ah, nein, das falsche Timing. Hier geht aber auch alles schief. So, den machen wir noch zu Klump. Da machen wir kurz Werbung. Aber das schaffen wir. Am liebsten, wahrscheinlich ein Speedrunner würde jetzt einfach nur... Genau, hier hin. Da, da. Ich habe ja ein bisschen Zeit, habe ich ja. Dann warten. Oh, shit! Okay, dann warten, bis er sich selbst wieder zu Boden bringt. Okay, das war so halb gut. Probier's mal von hier. Nein! Das war aber auch dämlich. Ich krieg das Timing nicht hin. Ich wollte das Ding nach rechts schleppen und ihn dann erledigen, wenn er am Boden ist. So wie er es verdient hat, die Sau. Wenn er es richtig abkriegt, möchte ich dann nochmal nachtreten. So möchte ich das lösen. Nicht jetzt durch Timing. Komm, wir einmal machen es. Ah, nein, das war eine dumme Idee mit dem Timing. Simon, jetzt hör auf. Es wird immer dämlicher. Okay, gib mir noch einen Versuch. Wirklich, gib mir diesen einen Versuch noch. Komm her. Ja, ja. Zack. So. Jetzt warte ich hier. Nehme ich das Ding, aber ich kann es nicht wirklich hinschleppen. Es muss doch um Timing gehen, scheiße. Ja. Oh, hat der... Es sieht so aus, als wäre nichts passiert, aber ich glaube, sein Kopf ist weg. Sehr schön. Ja, ich weiß, ihr habt ja recht, so hätte es wirklich... So hätte ich es machen müssen von Anfang an. Aber ich hätte es gern anders gesehen. Okay. Kann ich das vermeiden hier mit dem Glas? Kann ich nicht, okay. Nein, schon wieder! Was kann ich denn mit dem Glas machen? Kann ich es in die Hand nehmen vielleicht? Ich sehe gerade, da links wäre ja auch nochmal eine Ecke zum Verstecken gewesen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Okay, alles ist wieder gut. Kann ich das Glas einfach so... Okay, ich will das Glas weghaben. Mach mal einen langen Hals. Nix, du hast einfach nur eine scheiß Decke. Wie wär's mal mit dem Regal? Oder Handwerker im Haus?
kann ich, glaube ich, wieder weiter. Aber wo lang? Ich kann da nichts erkennen, das kann es eigentlich nicht sein, nee. Ach, natürlich. Da, es hängt wirklich mit Fett im Bild. Voll. Kann ich hier wieder irgendwas runterwerfen? Könnte sein, dass ihr Hals nicht reicht bis hierhin. Hier komme ich. Nee, hier komme ich nicht weiter. Okay, dann doch. Also spätestens hier. Das muss ich doch von oben. Oder? Diese Knarzgeräusche. Hoi, an dieser Stelle machen wir ganz kurz mal ein Päuschen, wechseln die Unterhosen und dann geht's weiter hier mit einer letzten kleinen halbstündigen Session After Dark mit Little Nightmares. Ich würde eher sagen Medium Nightmares. Also ich finde, wir können es upgraden zu Medium Nightmares 2. Bis dann. Ach, Leute, da habe ich schön durchgeatmet erstmal. Wir spielen Medium Nightmares 2. Ein Spiel, das mir doch zugegebenermaßen, je länger ich spiele, immer mehr ans Herz wächst und es gleichzeitig auch versucht, mir rauszureißen. Denn es macht einen wahnsinnig und man altert zusehends, als ich dieses Let's Play, dieses After Dark angefangen habe, war ich vielleicht gefühlte 28 Jahre alt. Jetzt bin ich locker 52. Und das liegt vor allen Dingen an der Kollegin hier mit dem langen Hals, die ihren Rüssel wirklich in alle Sachen, selbst zwei Stockwerke oben drüber, reinhält, obwohl das die doch eigentlich gar nichts mehr angehen sollte. Ich aber dagegen mit der Papptüte auf dem Kopf denke mir, raus hier und dann das Grundstück kaufen und die aus dem Haus rausschmeißen. Weil wie die hier den Ort vergammeln lassen, nee, nicht in meinem, in meiner Stadt. So. Ich habe übrigens überhaupt keine Backstory zu ihm oder ihr. Ist auch okay. Ich meine, irgendwie sagen die Hüte ja auch schon einiges aus. So, ey, egal. Geht nicht darum. Es geht nicht um den Protagonisten. Es geht darum, dass du der Protagonist bist. Okay, was? Oh, die ist ja immer noch da. Kann die nicht mal daheim bleiben? Warum ist denn ihr Arbeitsplatz so quasi alles genau ausgerichtet auf meine Tätigkeiten hier? Soll ich hier runter? Ah, ich mag die wirklich nicht. Da haben die Entwickler einen sehr guten Job gemacht. Weil die ist absolut furchtbar. Immerhin darf ich normal laufen. Das ist doch schon was. Ich muss nicht immer schleichen. Ist hier überhaupt... Ich sehe gar nicht, was hier ist. Wie sieht das aus hier rechts? Egal, komm, müssen wir nicht hin. Ganz sicher muss man das schieben und nicht schon direkt hochgehen. Ah, klar. Jetzt ist sie wach. Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Okay, komm, egal. Geronimo!
Okay, und dann laufe ich weiter. Und dann und jetzt? Springen vielleicht? Kann ich nicht einfach hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger runterlaufen? Nein. Okay. Komm, das und dann... Ah. Okay, den habe ich verdient. Lassen Sie es schmecken, meine Dame. Sie haben es wirklich vor langer Zeit schon bestellt. Endlich bekommen. Fuck! Los jetzt! Oh. Okay, ich habe halt wirklich keine Ahnung. Soll ich mal springen? Ich habe gesprungen. Nein, das hat nicht geklappt. Ich will einfach hier bleiben. Kann ich nicht einfach hier wohnen? Ich raff es nicht. Ich nehme an, ich muss da irgendwie durch. Ich kann ja so sliden, wenn ich renne, aber ich sehe ja gar nicht, was da ist. Ist da eine Lücke? Sind da Bücher irgendwie? Ich weiß es nicht. Okay, komm. Höchstwahrscheinlich ist da eine Lücke. Mut zur Lücke! Nein, den falschen Button gedrückt! Ah, Gott! Es macht mich fertig, dieses Spiel. Komm jetzt! Ja. Okay. Nein. Ey, jetzt ist aber nur noch peinlich. Was ist denn? Wie, ich muss mal ausprobieren, wie ich das mache. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das mache mit dem Rutschen. Kann ich das hier ausprobieren? Es tut mir leid. Wir kriegen das zusammen hin. Was? Ja. Was war's denn? Ich weiß, es geht, aber... L1. Es tut mir ja wirklich auch leid. Manchmal ist so ein bisschen der Geist nicht nur schwach, sondern auch der Körper dumm und grobmotorisch. Okay, jetzt hier nach rechts. Ich werde mich ab jetzt bessern. Ich hoffe, dass ich einfach loslassen kann zum Springen. Ja. Jetzt. Okay, das haben wir nochmal getestet. So. Wie sie da hinten lauert. Ja, ja, komm her. Bitte. Mir fällt wirklich ein echtes, richtiges, physisch wahrgenommenes Gewicht gerade von den Schultern. Dass die alte weg ist, Heidewitzka, die war ja echt hardcore, also wirklich Respekt. Die ist auf einem Level eigentlich noch schlimmer als zum Beispiel Silent Hill Krankenschwestern. Und das Gute ist, die kann jemand cosplayen. Obwohl, doch, die kannst du wahrscheinlich mit viel Pappmaché kannst du die cosplayen. Oh. Mit ihrem Kopf so auf dem Stock, ne? Und dann der Hals ist so ein schlauchartiges, bewegliches Material. Dann kannst du die ganze Zeit so... ganzen Tag lang, bis hier irgendwie der Hals explodiert. So, ich nehme an, hier nicht, sondern hier lang. Oh. Ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe verdient. Hier kann ich gar nicht.
Das werde ich mir merken. Da kann ich also theoretisch rein. Das, nee, das ist nichts. Ich dachte gerade für einen Moment, dass sie wiederkommt. Wie so ein Tagesrhythmus. Okay. Nee, da kann ich auch nichts machen. Hier bin ich tot. Okay. Ja, sie geht doch jetzt eh, oder? Okay, ich muss noch mal drüben probieren. Ich kann also hier nach links kann ich nichts machen. Okay, da ist dicht. Hier oben, ach, die, vielleicht die Kiste? Ja, da ist ja auch Schleifspur. Aber wohin? Wo will ich denn überhaupt lang? Will ich wirklich da lang? Um ehrlich zu sein, das ist einfach keine gute Idee, um ehrlich zu sein. Nee, aber ich mach's. Alles für das Tütenmädchen. Tütenkopfmädchen. Typischer Resident Evil Herrenhaus Haupteingang mit Treppe. Schlüssel, okay. Da die Flaschen. Kann ich die jetzt schon mal runterschmeißen? Ah, toller Sound. Damit die... Ah, war nichts. Damit die nicht später vielleicht mich verraten, wenn irgendwas... Ah! Okay. Nein, war doch dann der kleine Meter zu viel. Ich mag die Zurücksetzpunkte oder nur Rücksetzpunkte. Ich finde die schön gemacht. Gute Stellen gefunden. Nie nervig. Ach so, okay. Den Kopf muss ich möglicherweise austauschen und hier irgendwo reinsetzen. Vielleicht aber auch gar nicht. Das Bild hier rechts gefällt mir offen gesagt sehr gut. Das hat was. Okay. Hier drauf. Das ist doch die Königin, oder? Erzähle ich jetzt Quatsch. Der mit, dieser Art von Krönchen. Und das ist der König, jawohl. Okay. Aber es gibt ja eigentlich gar... Ist ja eigentlich egal wo, oder? Mach mal hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, ja, natürlich. Deswegen brauche ich den als Plattform. Nee? Kannst du nicht drauf? Okay. Bringt alles nichts. Schieben vielleicht irgendwo, irgendwas schieben. Ich dachte vielleicht, dass ich... Was ist das? Ah, nee. Schwierig. Was ist denn eigentlich das hier? Das ist so weird. Warum ist er da dran gebunden? Ein kleines Schwert liegt da noch rum.
Nee? Ah, weil die nicht wollen, dass ich an das Schwert rankomme. Aber dann ist das doch hier irgendwie auch weird. Soll ich dann... Kann ich denn... Nee, ich kann nichts machen. Die Tür nervt. Ich mach die mal zu. Nein, du hast schon richtig verstanden. Geh doch mal zu. Ja. Okay. Vielleicht kann ich da was nehmen? Nee. Aber es war eine gute Idee, finde ich. Was ist, habe ich hier? Achso. Vielleicht ist hier einer davon sowas wie ein Triggerpunkt. Vielleicht denke ich aber auch gerade zu kompliziert. Ich würde gerne das da links haben. Die Krone des Königs. Das Ding ist zu hoch. Okay, also brauche ich was zum Schieben. War hier rechts was? Hm. Der Stuhl vielleicht? Nee. Hier hinten das Regal, da kann ich aus irgendeinem Grund nicht hochklettern. Hier ist was hinter dem. Ja! Ah, schade. Okay, das ist offensichtlich das Versteck. Und die Lösung? Was ist das da rechts eigentlich? Unten ist, also das oben links ist die Königin, in der Mitte ist Schwarzkönig, Weißer König, ja klar. Ja, deswegen brauche ich hier den Weißen König und habe ich den jetzt richtig schon gesetzt? Nee. Also, das heißt, nee, aber... Ach, ich Idiot, warum soll ich überhaupt... Ich hab doch... Nee, das ist ja die Königin. Aber ich werde wahnsinnig. Ich gucke mir das gerade nochmal an. Ich bin halt... Deswegen bin ich nicht bei Zugzwang. Nein! Links. Es tut mir leid, Jan, wenn du das jetzt siehst. So, das wäre schon mal richtig. Er ist, ich habe eigentlich, er ist der schwarze König, okay? Und dann muss das weiße Ding hier hin. Alles verstanden. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich nicht dich einfach irgendwie nehmen? Nee. Der Stuhl wäre so perfekt. Ich glaube, der ist gar nicht richtig. Einfach nur Kulisse. Wir haben ja gelernt, manche... Ach. 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 Ich meine... Ach, egal. Ich habe eben noch gedacht, warum kann ich da nicht drauflaufen? Das ging doch mit dem anderen Ding auch. Und hab das Ding einen Raum weiter wieder mal total vergessen. Und das ist aber auch geil, weil die machen das natürlich absichtlich, die Entwickler, dass man auf genau diese Dummheiten kommt oder eher nicht kommt. Und mich erwischen sie damit immer regelmäßig. So, einmal jetzt nur, um zu beweisen, dass ich alles verstanden habe. Das Ding hier kann weg. Also im Moment kann es weg. Du kommst hier hin. Ja, ja. Oh Mann, da habe ich gerade echt lang gebraucht. Dabei hätte ich nur einmal nach links gehen müssen. Nein! Dahin. Zack. Und was ist jetzt... Ach ja, das ist wahrscheinlich dann... Okay, dann soll das Ding ja wirklich dahin. So. Ja, damit. Schön. Schönes Rätsel. Dahinter ist Licht, ne? Merkt man. Sieht man. Einfach mal schubsen. Dann muss es so sein. Auch nicht? Okay, vielleicht nochmal von da. Da sind doch sogar Rollen dran. Man sieht halt kaum was. Ja, aber, okay. Bin ich ein bisschen... Ich dachte wirklich, das wäre das Rätsels Lösung gewesen. Ja, auch nichts mehr. Okay, nochmal rekapitulieren. Was ist eigentlich hier oben rechts? Was ist das denn eigentlich? Ah, ist irrelevant. Nee,
will werfen. Ich will zerstören. Hier ist schon wieder so ein Bild, aber das hat, glaube ich, nichts zu bedeuten. Ja, was kann ich von hier oben machen? Nix. Die Lampe oben scheint unten auf... Hier links, die war schon an. Ja, Mann. Da ist er, ein weiterer Schlüssel. Ja, warum nicht? Das war doch mal ein angenehmer Wechsel, finde ich, zwischen einer Rätseleinlage, wo man mal ein bisschen chillen kann, mal wieder zur Ruhe kommen kann, nach dieser Panikattacke, die auch lange ging, eine halbe Stunde mindestens. Nein, Moment, der hier war nichts, ne? Der Schlüssel war unten. Ja, kann ich denn hier auch noch irgendwas? Nein. Diesmal falle ich nicht runter. Also das ist ja wirklich Adventure 101, sagte er, nachdem er ein Rätsel für Kleinkinder gelöst hatte und davor minutenlang gescheitert ist an einem simplen Bild. Ich meine, das war in Shawshank Redemption und ich habe es trotzdem nicht sofort erkannt. Aber der Gefängnisleiter wurde ja auch getäuscht und der hat sich ja auch studiert. Was? Warum? Du sollst springen. Spring! Manchmal ist es ein bisschen hakelig, die Steuerung. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht mein Fehler ist. Ist potenziell auch ein Bedienfehler. Ich glaube, ich muss das Ding mitnehmen. Kann es aber nicht. Dem werde ich schön mit der Kelle... Das geht überhaupt nicht. Na, dann einfach von hinten anspringen, oder? Nein, auch das nicht. Okay, Moment. Was kann ich denn noch machen? Ja, aber das wird mir nicht helfen, wenn ich das hier rüberwerfe, oder? Wie soll mir das helfen? Der wird ja eh auf mich aufmerksam. Nein. Okay, wir versuchen nochmal Plan K wie Kelle. Ah! Nein! Das geht so schnell! So schnell ist man tot, der arme Junge. Wie soll er das denn überleben? Das erinnert mich sehr an Heart of Darkness, wo auch gnadenlos der arme kleine Junge zerquetscht, zerdrückt, gefressen und getötet wurde. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass ich immer X drücke fürs Hauen, aber es ist A. Aber A ist eigentlich Springen. Das macht es so verwirrend. Okay, ich grabsche und ich drücke direkt A. Okay, Timing. Nein! Mann, ey! Vielleicht muss ich... Ja, sogar ganz sicher muss ich einen Ticken länger warten. Das ist aber ganz einfach. Spielt's erstmal selbst, bevor ihr richtet. Man ist hier sehr schnell vernichtet. So, okay, Moment. Ich nehme... Ich drücke A! Ich drücke A! Okay.
Ich drücke A! Nein! Oh, die dreht sich! Das ist ja gemein! Da kann doch keine Sau mit rechnen! Euch krieg ich noch. Ihr Bagage. Kommt her. Nehmen. Und ah! 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 Was hätte ich denn da jetzt anders machen können? Naja, wahrscheinlich vieles. Nochmal gucken. Es ist auch, glaube ich, wie der Moment, die Position, an der ich stehe, wenn ich es aufgreife. Die ist auch nicht irrelevant. Okay, das. Und schnell A. Jetzt habe ich R losgelassen. Ich dachte, es reicht, einfach einmal zu grapschen. Simon, Simon, Simon. So. Immerhin geht's schnell vorbei. Die grapschen ein, dann ist vorbei. Nicht wie die Schlange. Wie die Schlangenfrau. Die Schlangenkopf-Lady. Das ist so eine Scheiße mit eurem Timing. Wirklich, die warten kurz vorher. Er braucht aber genauso lang zum Ausholen. Okay, ich muss einfach warten, bis er anhält. Man muss sich die halt einfach auswendig lernen. Anders kann ich es scheinbar jetzt gerade nicht lösen. So, machen wir. Das nehmen. Direkt hauen, direkt hauen. So, warten, weil der wartet kurz. Okay, und die geht um mich rum. Okay, aber wir kommen voran. Es gibt Fortschritte. Okay, komm. So, warten, 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 warten. Klappspaten. Und was geht hier? Einmal hauen. Geht nicht. Ja, das ist auch nicht sie. Das ist die danach. Ich glaube, es ist erst die, ja, was ist eigentlich? Die Porzellanfigur, die danach kommt. Warum hat man euch überhaupt solche Schädel gegeben? Das ist wirklich ein Konstruktionsfehler. So, komm her. Halt an und auf den... Oh, jetzt werde ich aber gerade irritiert. Latent irritiert und emotional frustriert. Titel meiner Biografie. Okay, so. Mach, komm. Okay, du? Du kriegst direkt ab? Nein! Schon wieder, du Scheiße! Ey, ich mach das nicht. Es macht mich wahnsinnig, aber ich mach das nicht, um euch zu ärgern. Es will einfach nicht. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich mach das noch. So, ich lauf dir entgegen. Es geht so nicht! Man muss halt einfach abwarten. Okay. So ein bisschen wie Simon Says. Ich merke mir einfach die verschiedenen Rhythmen, dann sollten wir klarkommen. Ey, aber manchmal ist es aber auch scheiße. Was war denn jetzt anders? Superpower! Jetzt! Skill is activated! Okay. Du scheiß Olle! Die dumme Troller jedes Mal! Bei der muss ich auch einfach warten. Ich war mir so sicher, dass die Entfernung stimmt. Ich dachte, diesmal ist er ein bisschen zu weit gelaufen, der Depp. Okay, Simon. Oh, so unangenehm. Oh, es ist die Zeit. Okay, warten. Okay, bei ihr auch warten. Oh, jetzt kommt die andere, die läuft um einen rum, oder was? Was ist denn das jetzt? Nimm das! Ah, okay. Oh! Nimm das, Bitch! Jetzt bin ich verkleidet.
Sehr, sehr gut. Wie kann ich das, wie kann ich denn die imitieren? Das ist ja eine geile Idee. Okay, ich bin wieder hundertprozentig game. Aber, huiuiui, das ist ein schlimmer Cliffhanger. Aber wir sind jetzt wirklich gerade an der Stelle rein zeitlich, wo ich aufhören muss, weil wir über zwei Stunden jetzt an die zwei Stunden erreicht haben und ich nicht mehr Zeit habe in dem Slot, in dem ich das programmiere, in dem ich das, der programmiert wurde für das, was ich einspiele. Also, Little Nightmares 2 bisher wirklich toll. Ich nehme an, der erste Teil, zumindest das, was ich gesehen habe, war genauso. Bisschen weniger, also bisschen weniger Action. Hier ist gefühlt ein bisschen mehr Action. Das macht mir aber auch voll Bock und Laune. Also bisher finde ich es atmosphärisch, vom Sounddesign, von allen Sachen, die wichtig sind für so ein Spiel. Auch von der Grafik, die Lichtstimmung, ganz viele Sachen. Gegnerdesign, also auf jeden Fall. Gegnerdesign top-notch. Also mir fallen wenig Sachen ein, die mir nicht gefallen, außer, das kann aber auch wirklich ein Bedienfehler von meiner Seite sein, dass man ab und zu durch dieses auch verzögerte Gameplay mit der Kelle oder so, hatte ich ein paar Mal ein, zwei Sachen, wo man das Gefühl hat, ich arbeite nicht wirklich Hand in Hand mit dem Spiel, sondern du denkst, du rennst Hand in Hand mit dem Spiel über die Blumenwiese und dann merkst du, fuck, ist nur eine abgetrennte Hand. Und dann stirbst du. Ungefähr so. Ja, ich werde das noch mal weiterspielen, das kann ich euch versprechen, denn ich habe mindestens einen weiteren 2-Stunden-Slot im Programm. Aber ich kann euch auch empfehlen, es euch jetzt einfach zu kaufen und es durchzuspielen, wenn es euch so viel Freude gemacht hat. What you see, what you get hier in dem Fall. Höchstwahrscheinlich Albträume. Viel Spaß damit, das war's. Hiermit After Dark und tschüss.